Ja, das wollen wir sehen. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ei, ei, ei. Auf Wunsch vieler Subscriber wieder ein Voice-Over. Ich habe leider immer noch kein Mikrofon. Ich hoffe, es geht trotzdem durch. Ich gehe nah ans Mikrofon ran. Heute zu sehen ein Push-Day mit meinem Gym-Buddy Luca, aka Quadzilla. Mal bei Instagram suchen. Der junge Mann hat einiges an Potenzial. Was haben wir gemacht? Ihr seht jetzt unsere erste Übung: Incline Dumbbell. Und ihr seht, ich bewege 32,5 Kilo. Wir haben am Ende 5 Sätze gemacht. Rep Range zwischen 8 und 12. Also es war ein vom Volumen höheres Training. Kein Maxkraft Bereich. Und da seht ihr jetzt meinen letzten Satz. Müssen 8, ich habe jetzt nicht mitgezählt gewesen sein. Und jetzt seht ihr, was Luca, der wirklich Anfang 20 ist, sich verhandeln holt, nämlich die 60er, das was das Studio zu bieten hat. Und zu der Geschichte ganz kurz, haben wir eben an dem Tag drüber geredet. Luca sagt, ja, ich bin jetzt zu dick geworden, eine Masse, eine Aufbauphase. An jungen Athleten mit Anfang 20, also Luca hat jetzt den Vorteil, der hat schon richtig Masse aufgebaut, der hat krass schon eine Grundstruktur, der Frame ist schon relativ voll. Aber fangt nicht zu früh an, dieses Shredding und Summer Cutting zu machen, wenn ihr noch keine Grundstruktur habt. Mit Anfang 20 habt ihr die besten Voraussetzungen, richtig Muskulatur aufzubauen. Und zerschießt euch die Zeit nicht mit ständigen Cutten und immer nur Static aussehen. Die Zeit wird kommen, das müsst ihr euch erarbeiten. Ja? Und das macht der Luca da gerade. Der gibt richtig Gas im Training, der ist hart motiviert, der, ja, wenn ihr ihn später machen, glaube ich, noch eine Übung, die Butterfly ist, ihr seht das Feuer in seinen Augen, der Junge will was erreichen. Ja, und da bringt Cutten gar nichts, außer, dass das gut aussieht, aber nicht an Performance und an Muskulatur. Dann sind wir auf die Schrägbank gegangen mit der Langhantel. Schlauerweise habe ich die Kamera da fixiert, da wo ihr sie jetzt seht und nicht auf Rack gedrückt, sprich mich seht ihr jetzt nicht, aber Luca, da jetzt mit 130, ja, auf der Flachbank bewegt er auf jeden Fall auch noch mehr, ich glaube da war er schon bei 165, noch nicht ganz geschafft. Naja, da haben wir glaube ich auch 3 Sätze gemacht, 8 bis 12 Wiederholungen auch wieder. Dann sind wir auf die Schulter übergegangen. Da habe ich jetzt die Dumbbell Press sozusagen stehend, alterniert links-rechts. Komplett strict, das heißt keine Bewegung über die Knie, über die Hüfte, über Schwung, sondern wirklich komplett von oben bis unten versuchen, die komplette Schultermuskulatur zu treffen. Hat Luca vorher noch nie gemacht. Ihr seht, er benutzt jetzt das gleiche relativ geringe Gewicht wie ich. Man hätte da auch mit 17,5 arbeiten können, aber ich wollte an dem Tag halt wirklich ordentlich in die Mind-Muscle-Connection rein. Maximal den Muskel fühlen. Ja, und ihr werdet jetzt auch sehen, Luca hatte trotz des geringen Gewichts für seine Struktur am Ende ordentlich zu beißen. Wie ihr jetzt seht. Zack, er hat natürlich trotzdem durchgezogen. Geschwitzt haben wir wie Sau. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade. Das war der Samstag, wo ich glaube, deutschlandweit mindestens 35, 40 Grad waren. Wir sehen im Studio ist auch niemand. So 15 Uhr. Ja, so bekloppt können auch nur wir sein und dann im Studio sein. Aber ich hatte halt vorher zu arbeiten. Training stand auf dem Plan. No excuses. Später schien die Sonne auch noch. Das war immer noch warm. Dann Seitheben. Habe ich jetzt auch, wie ihr jetzt seht, relativ leicht gemacht mit 10 Kilo. Dazu muss ich immer sagen, ich habe extreme Affenarme. Sieht man, ja, wohl sieht man jetzt auch auf dem Video. Das heißt, der Hebel ist extrem lang. Das heißt, jemand mit kürzeren Armen
braucht wahrscheinlich mehr Gewicht, um die gleiche Spannung auf den seitlichen Delta zu bringen. Deswegen muss ich da mal aufpassen, dass ich da nicht zu hoch pushe mit dem Gewicht. Und ihr seht, es gibt auch ganz verschiedene Ansätze, diese Übung zu machen. Luca zum Beispiel hat eine ganz andere Art, den seitlichen Delta zu treffen, weil er auch eine andere Körperstruktur hat. Und da gibt es kein Falsch und kein Richtig aus meiner Sicht, sondern nur das, was für dich, für den Muskelaufbau funktioniert. Und bei Luca scheint es zu funktionieren, wie ihr seht. So, das müsste der letzte Satz gewesen sein. Auch davon nochmal 3 Sätze, auch 8 bis 12 Wiederholungen. Und da jetzt nochmal richtig maximal in die Kontraktion oben. Schön kurz halten, über die Ellbogen hochführen, Handgelenke ein bisschen nach außen vorne drehen. Und oben immer maximale Kontraktion, auch auf dem Rückweg exzentrisch schön bremsen. Schulterblätter fix halten. So, die beiden, das zählt nicht mehr. Gebrannt hat es trotzdem schön. So. Das waren dann auch schon die beiden Schulterübungen. Von der Shoulder Press, der Einarmigen, haben wir nur 2 Sätze gemacht. Reicht auch an Volumen, quasi dann 5 Sätze für die Schulter. Das ist schon eigentlich viel für mich. Und Schulter ist halt nicht mal eine Schwachstelle wirklich. Wie man jetzt vielleicht sieht. Ein bisschen gepost. Cuts sind immer noch gut drin. Dazu gibt es bald auch noch ein Update zu den näheren Zielen in Zukunft. So, und jetzt haben wir zum Abschluss dann nochmal die gern genommene Fleiß genommen, um die Brust nochmal voll zu machen. Mind Muscle Connection. Und jetzt seht ihr auch gleich hier das Feuer in den Augen von dem jungen Mann. Da ist er. Ja. Zack. War die letzte Übung. Haben wir auch nochmal 3 Sätze gemacht. Und da auch sogar 10 bis 15 Wiederholungen. Ja, das war das Push-Training mit Luca. Hat super Spaß gemacht, mit so jungen Athleten zu trainieren. Hier haben wir das Feuer. Und wie gesagt, baut erstmal Grundstruktur auf, nicht cutten. Sagt niemand, dass ihr sozusagen euch Fett fressen müsst. Aber nicht zu früh immer nur cutten, sondern erstmal die Grundstruktur aufbauen. Alright, ich hoffe, ihr habt jetzt mal wieder Spaß an so einem Voiceover gehabt. In Zukunft kommt jetzt auch bald ein Full Day of Eating, einmal Bulking, einmal Cutting Style mit Tapia und dann immer mit mir. So als kleine Serie, freut euch drauf. Und ja, ich würde sagen, schaltet nächstes Mal wieder ein, mein Fitness Elevator. Und melde mich dann im nächsten Video wieder. Bis dann.